Die Top-Partie des 26. Spieltags steigt ganz eindeutig in der NGN Arena in Hauptstadt. Hier empfängt der Tabellendritte vor gut 700 Zuschauern den Zweiten aus Filzig. Mit einem Sieg wären die Grabfelder auf 3 Punkte dran und haben ja auch noch eine Nachholpartie in der Hinterhand. Die Formkurve spricht auch eher für die Hausherren, die bis dato im neuen Fußballjahr noch unbesiegt sind. Überraschungsteam Filzing in Weiß musste dagegen zuletzt zweimal federn lassen. Die Gefahr bei Spitzenspielen ist dann allerdings oft, dass sich beide neutralisieren und genau das passierte auch hier. Dieser Filzinger Freistoß inklusive Kopfball von Andreas Jünger verströmt nach 17 Minuten zumindest mal einen Hauch von Gefahr. Auf der anderen Seite findet kurz darauf eine weite, hohe Flanke von Timo Pitter, den Schädel von Marco Nickel, Torwart Max Putz mit leichten Schwierigkeiten. Beide gingen allerdings auch weiter nicht so richtig raus aus dem Sattel. Fabian Trettenbach hat dann nach 26 Minuten mal etwas Platz, sein Schlenzer jedoch ein gefundenes Fressen für Max Weißbecker. Im direkten Gegenzug rutscht ein Filzinger bei der Hereingabe von Marvin Weiß weg, damit freie Schussbahn für Nickel. Putz ist jedoch auch noch da. Die restlichen Minuten bis zur Pause rissen ebenfalls keinen vom Hocker. Ziemlich viel Luft nach oben also für den zweiten Abschnitt. Sah wohl auch Hausherrn-Coach Julian Grell so und brachte 3 frische Kräfte, unter anderem Martin Thomann, der sich mit diesem Freistoß hier einführt. Hauptstadt also jetzt offensiver, das eröffnet im Umkehrschluss den Oberpfälzern Räume. Tobias Hoch hat da in der 55. Minute Platz auf rechts und seine präzise Flanke köpft der ziemlich blank stehende Jim Patrick Müller rein zum 0:1. Mit der ersten echten Torchance geht der Tabellenzweite hier also in Führung. Der TSV nun gefordert und kurz darauf wird's brenzlig im Filzinger Strafraum. Die Gastgeber fordern Elfmeter, Schiri Sebastian Stadelmeier entscheidet jedoch auf Stürmerfoul. In der 65. Minute setzt sich dann Weiß gegen Lukas Schröder durch. Hoch verfolgt ihn aber auch noch. Wieder wollen die Grabfelder einen Strafstoß. Doch wieder breitet Stadelmeier die Arme aus und lässt weiterlaufen. Damit die erste große Druckwelle der Hausherren ziemlich vorbei. Filzing gelang es mehr und mehr, sich zu befreien. Und in der 78. Minute spielt Franz Wendel Lukas Dotzler frei. Der hat die Vorentscheidung auf dem Fuß. Weißbecker verhindert diese jedoch. Aber nach dieser Szene gab es eine Ecke. Trettenbach führt aus und findet den Kopf von Nico Dantscher 0:2. Tolle Geschichte für den Defensivmann, der nach langer Verletzung erst letzte Woche gegen Illertissen sein Comeback feierte. Hauptstadt versuchte nochmals eine zweite Angriffswelle aufzubauen. Letztlich fehlte jedoch einfach die Durchschlagskraft und so blieb es am Ende beim 2:0 für die Gäste. Ja, erstmal Glückwunsch an Filzing. Ich denke, wäre heute vorherzusehen bei zwei so stabilen Mannschaften. Wer als erste Tor schießt, der wird wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Leider ist es uns nicht gegönnt gewesen, aus verschiedenen Gründen. Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen, weil wir eigentlich sehr gut gespielt haben und haben auch die ersten 30 Minuten in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein klares Übergewicht und auch nach der Halbzeit, aber letztendlich entscheiden im Fußball Tore und das müssen wir uns vorwerfen lassen. Ja, das sieht man natürlich auch, die individuelle Klasse beider Mannschaften. Also ich denke, wir sind da ziemlich auf dem gleichen Niveau und ja, das Momentum ist dann in der zweiten Halbzeit durch die zwei wirklich sehr schönen herausgespielten Tore auf unsere Seite geschwankt. Die DJK Filzing findet also zurück in die Erfolgsspur und unterstreicht nachdrücklich ihre Ambitionen auf den Vizetitel. Hauptstadt dürfte dagegen nun eher bedacht sein, den dritten Rang nach hinten abzusichern.